Hallo meine lieben 1000 PS TV Zuschauer, auf der EICMA in Mailand hat auch Speedy einen schönen Stand hier. Ich stehe auch schon neben einem Modell und ich muss schon ganz ehrlich sagen, Speedy kümmert sich darum, was die Kunden bzw. die Leute, die diese Jacken tragen, wirklich brauchen und wollen, denn die Four Seasons, die hier dazwischen wo hängt, wurde von Speedy-Händlern an Kunden sozusagen ausgegeben, um eine lange Tour zu fahren. Die Voraussetzung war eben eine Tour von mindestens 1500 Kilometern und dass die halt in einem Stück gemacht wird, jetzt nicht 1500 Kilometer im Jahr, so wie ich das auf alle Fälle fast nicht schaffe, aber Leute, die wirklich lange Touren fahren, um herauszufinden, wie gut die Jacke ist, mussten dann halt auch Fotos und sonstige Sachen machen, machte den Leuten aber auch Spaß und am Ende einen richtig schönen Testbericht ausfüllen, was gut ist, was verbesserungsfähig ist. Und dann kam diese Jacke hier heraus, die Allroad. Und die Allroad hat eben die ganzen Verbesserungen drinnen, die die Leute wollten bei der Four Seasons. Und jetzt haben wir diese Allroad mit, zum Beispiel größerer Belüftung, weil da haben sie gemeint, ja, das ist schon gut, das hat die andere auch. Aber wir hätten es gerne ein bisschen größer. Man kann das dann ja so zusammenrollen. Schöner bitte dann, wenn ihr die Jacke habt. Nicht so wutzeln wie ich. Aber ich habe nur eine Hand frei. So, dann haben wir geänderte Taschen, also verbessertes System. Dann haben wir oben diesen Abschluss. Erstens einmal das mit dem Clipverschluss, das ist typisch Speedy, dass man das abnehmen kann. Und hier ist das angeklettet und der Klett ist jetzt auch richtig fest. Also das geht nicht mehr, dass man da dann den Druckknopf öffnen will und den Klett runterzieht. Das haben sie ausgebessert. Und hier auch eben, wenn man ein bisschen Luft reinhaben möchte, kann man den Kragen auch noch innen da aufmachen. Das heißt, lauter so Kleinigkeiten, die auch jetzt vielleicht bei der Entwicklung gar nicht so sehr auffallen, aber wenn man das dann Leuten in die Hand drückt und sagt, schaut mal, ob euch das taugt, ob das gut ist, das macht Speedy und das Lion. Und auch da der Ärmelabschluss ist geändert und ich finde das sehr cool. Man kann das öffnen und dann hat man noch einmal einen Klettverschluss und der wiederum ist für die Membran innen, dass ich die auch fester ziehen kann. Wartet, seht ihr das? Das geht da durch und dann kann ich mir sozusagen die Membrane auch weiter oder enger stellen, die Jacke oben weiter stellen und auch das lässt sich ganz easy cheesy mit den Handschuhen bedienen. Ich meine, darum geht es dann, dass das einfach funktionell ist. Und wenn ich schon die Membrane innen erwähne, es ist eine 3-in-1 Jacke, das heißt, ich habe drunter noch dann ein Thermofutter, wenn ich es will und ich habe eine H2-Out-Membrane drinnen und da ist das Leibende, Besondere, dass man sie auch außen tragen kann. Das heißt, wenn ein richtig arger Regenguss kommt, bleibe ich stehen, drehe die Jacke, also ziehe die Innenjacke sozusagen aus und gebe sie über die Außenjacke drüber und kann sie dann verlängern, indem ich da dann diese Knöpfe öffne, die dann zuerst zu sind, jetzt sind schon offen. Das heißt, die Jacke wird dann länger und geht über die eigentliche Überjacke unten drüber, dass ich dann nicht da angesaut werde. Und, lieber Peter Nering, kommst du bitte kurz zu mir, weil er steht schon ewig da mit der Jacke, der Arme, weil das ist das nächste Modell, das man vorstellt. Aber Peter, habe ich bei der Allroad alles erwähnt, gell? Bin ich brav? Genau, du hast alles erwähnt, also sehr brav. Brav auswendig gelernt. Gehen wir über zu dem Modell, das du jetzt netterweise anhast. Ist auch eine 3-in-1 Jacke, aber irgendwie wird das anders aufgerollt. Genau, das ist auch eine 3-in-1 Jacke, aber hier haben wir wirklich drei Solo-Jacken, die ich einzeln natürlich tragen kann, sehr gut, auch zum Motorradfahren oder zum Wandern, das werden wir gleich nochmal sehen. Ja. Die du jetzt anhast, wie heißt die? Das ist das Mission T-Jacket, das heißt, es ist eine Sommerjacke, ich mache es jetzt mal zu, eine Sommerjacke, CE-zertifiziert mit Protektoren, die ich also auch so, wie man es sieht, zu Jeans irgendwie im Sommer auf dem Motorrad tragen kann oder im Roller, wie auch immer. Ja, also hier schon mal ausgestattet bin und vor allen Dingen sicher. Ich kann Rückenprotektor noch nachrüsten und habe schon mal eine Motorradjacke, die mich schützt, ja, mit Protektoren ausgestattet, Schultern, Ellenbogen sowieso und wie gesagt, Rückenprotektor kann ich nachrüsten. Das ist jetzt sozusagen die Basis. Also man sieht, es ist jetzt nicht irgendein Innenfutter, was ich trage oder irgendeine Membran oder sowas, es ist wirklich eine eigenständige Jacke und das Besondere ist, die Innenjacke, also praktisch der First Layer, den ich hier habe, ist mit Protektoren ausgestattet. Bei den normalen 3-in-1 Jacken habe ich ja die Überjacke, also die dritte Jacke außen sozusagen, die mit Protektoren ausgestattet ist. Und das ist hier ein anderes Konzept, ein ganz anderer Ansatz.
Das heißt, du kannst jetzt, und wir haben sie auch schon vorbereitet, du kannst jetzt die Mission Tee Softshell drüber ziehen. Und ich habe jetzt eine Softshell-Jacke, das heißt, es ist natürlich jetzt für den Sommer. Man sieht es, es ist dünn Material und so weiter, angenehm für den Sommer zu tragen. Und die kann ich natürlich jetzt, wenn es etwas kühler ist oder am Abend, wie auch immer, oder morgens, wenn ich losfahre, kann ich jetzt hier das drüber ziehen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Softshell-Jacke, sehr angenehm, mit einem wirklich angenehmen Stretch-Material, mit einem Windstopper hier in dem schwarzen Bereich, man sieht es ganz gut. Und auch im Rücken hier sieht man, da ist ja ordentlich noch was drin, ja, also da habe ich genug Platz, es ist sehr angenehm. Und schön die Jacke kann ich jetzt direkt drüber tragen. Man sieht hier auch einen etwas anderen Schnitt, der Kragen ist nicht angesetzt, sondern es geht im einen Stück. Die Ärmelkonstruktion, Schulterkonstruktion ist etwas anders, aber auf alle Fälle sehr bequem, kann ich es drüber tragen. Und wenn man es jetzt auch so sieht, praktisch, wenn man die Innenjacke jetzt nicht mehr sieht, sieht man, es ist eine Softshelljacke, die ich auch ohne Probleme so anziehen kann. Für den Alltag sozusagen. Und jetzt kommt nach Mission Tee Jacket und Mission Tee Softshell Mission Tee Shield. Nämlich die dritte Jacke. Aber halt einmal kurz. Ja. Kommt nämlich die Überraschung, die ziehe nämlich jetzt ich an, weil das ist die, die mir dann doch passt, ohne die anderen drunter. Aber tatsächlich, meine lieben Freunde, der Schmäh ist halt, dass da die Jacket, die echte, die erste ist. Und als dritte habe ich dann eine, schaut es bei mir eh auch gut aus, weil bei dir hat es gut ausgeschaut. Wobei ich sagen muss, Geschmäcker sind verschieden. Es gibt sie auch in einem dunklen Grau und da gefallen mir die roten Akzente fast besser. Wie gesagt, jeder muss selber entscheiden. Normalerweise taugen mir die hellen Farben besser, aber da taugt man wurscht. Es geht darum, dass man die dann nämlich auch ganz fein als Freizeitjacke, was auch immer, anziehen. Du hast hier eine Laminatjacke, du hast verschweißte Nähte, du hast eine wasserdichte Jacke, hochatmungsaktives Material, du hast hier eine Kapuze dran, die du abnehmen kannst. Also du kannst wunderbar die Jacke auch für deine Bergtour oder für Wandertour oder überhaupt fürs Urban Walking, was weiß ich, wie es heutzutage ist, ja, benutzen sozusagen. Aber gleichzeitig ist es eben auch in Kombination mit den zwei Innenjacken als Motorradjacke. Das heißt, du hast eine Funktion, das ist ein ganz neues Konzept, von der Optik eher ein Stück weit weg vom Motorrad, aber von der Funktion definitiv 100% noch dran, also Protektoren, Softshell, Atmungsaktivität, Wasserdichtigkeit, das Ganze drum und dran. Also und das Schmäh an der Sache ist, man kann die Jacken einzeln sich besorgen, richtig. Wenn man aber eben alle drei auf einmal nimmt, dann ist es am günstigsten sozusagen? Ja, genau, günstig, weil du bekommst drei Jacken, das ist eben das Besondere daran. Du bekommst nicht eine 3 in 1, sondern du bekommst wirklich drei Jacken, die du einzeln tragen kannst für einen, wie ich finde, angemessenen Preis von 599 Euro. Und das ist eben der große Unterschied, dass es nicht drei sind, wo der Ansatz ist, ich nehme was raus, damit es, beziehungsweise gebe was rein, damit es wärmer wird, oder nehme was raus, damit es ein bisschen mehr belüftet für den Sommer, sondern ich habe die Option auch, aber ich habe auch trotzdem die Option, jede Jacke wirklich zu 100% einzeln zu tragen. Das ist eben das Besondere. Cool. Oder ihr nehmt die Allroad, die ist nämlich ein bisschen billiger. Die Allroad, genau, die liegt bei 5,49. Aber wir haben, wie du schon sehr gut gezeigt hast, erklärt hast, sehr viele Details haben wir einfließen lassen, sehr viel Veränderung vorgenommen und haben die praktisch jetzt on top sozusagen zur Four Season gesetzt. Four Season nach wie vor für uns ein absoluter Topseller. Und wie gesagt, die Allroad gibt es dann auch in drei oder vier Farbkombinationen mit passender Hose. Und die ist dann sozusagen noch einen Schritt weiter für die wirklich fast schon professionellen Tourenfahrer, für die richtig harte, lange Tour. Cool, danke Peter. Ich konnte es nur so gut erklären, weil du es mir ja vorher so gut... Danke, Spezialist von Speedy, der Peter. Danke fürs Plaudern, mein Lieber. Ja, hör mal, hat mich gefreut, immer wieder gerne. Danke, und danke. Wir verabschieden uns beide von euch mit den schönen Speedy-Jacken. Ciao.